Crash HC Server bald wieder. Moin Leute, Ebonat hat vor kurzem ein Video veröffentlicht, da ging es um das Thema Thrasher HC Server. Es gibt Spekulationen, dass die bald kommen werden. Mit bald meine ich Ende Oktober, Anfang November. Es sind zwar nur Leaks, aber wer weiß, vielleicht bekommen wir tatsächlich frische HC Server. Ich muss zugeben, ich hätte schon Bock mal wieder auf HC. Einfach wieder ein paar Charaktere zu erstellen. Damals, ich habe wirklich viel Hardcore gespielt. Und habe auch damit eigentlich mit YouTube angefangen. Und keiner von meinen Charakteren, keiner von diesen Zipfelklatschern hat überlebt. Alle sind gestorben, aber trotzdem, es hat mega Spaß gemacht. Und ich hätte schon mal wieder Bock, einfach mal wieder komplett von vorne durchzustarten. Aber die Frage ist, braucht es dafür wirklich frische HC-Server? Weil, wie gesagt, HC ist ja eigentlich immer frisch, weil die Leute immer wieder verrecken, immer sich wieder neue Charaktere erstellen. Und die Frage ist auch, wie hoch wird der Andrang sein? Ich denke mal, es wird sich in Grenzen halten tatsächlich, weil warum neue Server, warum fresher Server? Da müssten sie, wenn dann schon ein bisschen andere Modis bringen oder sowas. Weil wir haben schon in HC einiges gesehen. Angefangen hat es ja mit, dass ihr handeln konntet. Ihr konntet das Auktionshaus benutzen, ihr konntet mit anderen Spielern handeln, traden und Briefkasten ging. So hat HC angefangen damals und ich glaube, es war letztes Jahr im August oder sowas hat es angefangen. Und dann kam ja der SSF-Mode, also der Solo-Self-Found-Mode, also der richtige Hardcore-Modus. So war das ursprünglich auch in dem Add-on, also bevor Blizzard das offiziell gemacht hat, das Hardcore. Den Hardcore-Modus und das heißt, ihr könnt eigentlich nur Sachen, die ihr findet, equippen und sowas. Ihr könnt kein AH benutzen, ihr konntet kein Trade und keinen Briefkasten benutzen. Das kam dann, glaube ich, im Frühjahr dieses Jahres und HC ist nicht mehr so viel los, muss man einfach sagen. Das sagt auch jeder. Das wiederzubeleben in neuem Server wird wahrscheinlich nur am Anfang kurz funktionieren. Ich denke einfach nicht, dass so viele spielen werden. Ich werde es auf jeden Fall nicht machen, weil was bringt mir der neue HC-Server? Ich würde, wenn dann starten, wenn sie wirklich neue Modis reinbringen, was auch immer, ich habe mir jetzt keine Gedanken drüber gemacht, ja, also sowas wie den SSF-Mode oder so, einfach was Neues. Und vor allem, was ich wirklich feiern würde, das wäre, wenn sie HC TBC bringen. Ja, genau, ihr habt richtig gehört, HC TBC, das wäre mal was, das wäre mal wirklich eine Ankündigung. Und da wäre ich safe am Start. Ich muss natürlich zugeben, dass TBC einer meiner Lieblingserweiterungen ist. Ich liebe TBC einfach mega geil. Ja, deswegen, das würde ich auf jeden Fall zocken. Fresh Server, wenn die wirklich jetzt kommen, Ende Oktober, Anfang November, die werde ich mit hoher Sicherheit nicht spielen, weil man einfach andere Sachen auch zu spielen hat. Aber HC, TBC, das wird mich schon sehr, sehr reizen. Naja, warum das Video? Ich wollte wissen, wie ihr drüber denkt. Werdet ihr diese Fresh HC-Server spielen? Wie gesagt, das sind nur Spekulationen von dem YouTuber Ebonhard, der kürzlich da ein Video gemacht hat. Aber trotzdem, ich würde gerne eure Meinung hören. Erstens, werdet ihr das spielen? Also ja oder nein? Und was würdet ihr denn lieber haben? Auch sowas wie HC, TBC oder neuen Modi? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich lese jeden Kommentar. Vielen Dank schon mal vorab für euren Support und für alles und bis zum nächsten Video. Ciao.